The moon. The brightest and largest object in our night sky. The moon makes Earth a more livable planet by moderating our home planet's wobble on its axis, leading to a relatively stable climate. We visited the moon half a century ago and have not been back since. Mission Control, we have liftoff. That's one small step for man, one giant leap for mankind. But there is still so much we don't know about the moon. We still aren't totally sure how the moon formed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. We have liftoff. There are still a lot of moon rocks left to analyze. We learned that water exists on the moon, but we don't know exactly how much. Are we ready to visit moon again? Are we ready to set up a colony for humans? We believe that this time has come. Mission Control, the bird has landed. Welcome to the moon. It's a whole new experience on this planet. You'll get used to it in no time. Well, not like you have a choice. You're stuck there for the rest of your life. Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Spielhaus zu einem, ja, zu einem Prolog, und zwar Moon Farming. Ja, kurz zum Intro. Im drin Intro wurde erwähnt, dass wir dem Mond ein Klima zu verdanken haben oder unser Klima zu verdanken haben, ohne den die Erde sich vielleicht nie so entwickelt hätte. Wir waren das letzte Mal vor gut 50 Jahren dort. Es war damals ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gigantischer Schritt für die Menschheit. Des Weiteren haben wir noch jede Menge Mondgestein auf unserem Planeten, was es zu untersuchen gilt. Und die jetzigen Untersuchungen weisen auf alle Fälle auf Wasser hin, aber keiner weiß, wie viel. Und sind wir bereit für eine Rückkehr zum Mond? Für eine Kolonie? Für eine Basis? Für das Menschen hier leben können? Nun, die Zeit wird es zeigen. Und das ist unsere Reise hier. Moon Farming Prolog ist jetzt im Januar, glaube ich, erschienen, am 6. oder so. Und ja, das Spiel wird Anfang des Jahres irgendwann wahrscheinlich erscheinen. Es ist auch nicht wahrscheinlich die Version, die kommen wird. Also es kann ja sein, dass sich immer mal was verändert, ne? Und wenn es auch bloß das kleine Fahrzeug ist, was zum Beispiel heute noch über den Stein holpert und morgen dann vielleicht Raupenketten hat oder was auch immer. Nur so als Beispiel, also es ist nicht die endgültige Version, das ist ganz klar. Das ist aber, denke ich, bei jedem Spiel so die Sache. Nun, wir schauen einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob wir da mehrere Folgen draus machen, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier so eine, ja, vielleicht dreiviertel Stunde und schauen einfach mal, was wir da hinkriegen. Um es kurz zu machen, das ist hier unsere Operatorin, nennen wir es mal so, unsere Dame, die uns hier auf dem Mond nochmal neu briefen tut. Wir haben das Briefing auf der Erde erhalten, wir sind Farmer, eigentlich einer der besten der Welt, deswegen sind wir auserwählt worden, haben halt uns vorbereitet auf diese Mission. Und da es hier hauptsächlich um Farmen geht, in abgewandelter Form, sage ich mal zum Teil, sind wir halt auserwählt worden. Und ja, und die Dame stellt sicher, dass wir nochmal wissen, was unsere Ziele sind. Und dann heißt es hier jetzt willkommen auf dem Mond. Es ist eine neue Erfahrung auf diesen Planeten und
Und im Handumdrehen wirst du wirst du hier irgendwie klarkommen, sag ich mal. Es ist einfach so, du hast keine andere Wahl, denn du steckst hier fest für den Rest deines Lebens. Okay, das fängt ja gut an. Okay, okay. I am kidding. Okay, sie hat gescherzt. Gott sei Dank. I'm sure you were briefed on the reason you have to come to the moon for. Ja, also sie sagte, ich bin sicher, dass du gebrieft wurdest auf dem, bevor du hier auf den Mond gekommen bist. But such a long time in the spaceship might have caused you to forget so. I'll give you a short briefing. Genau, aber aufgrund der langen Reise im Raumschiff kann es sein, dass du was vergessen hast und ich bin hier, um dich einfach nochmal kurz an die Sachen zu erinnern. Also du bist hierher geschickt worden, um eine Kolonie für die Menschen aufzubauen, für die Menschheit, so dass wir eben in Zukunft hier den Mond kolonisieren können, eine Population aufbauen können und erlebenswert ist und natürlich das Tor nicht nur für den Mond ist, sondern auch für andere Planeten. Das ist das Ziel. To accomplish this purpose, you have to build a self-sustaining infrastructure that can manage the basic life support systems. Sagen wir es mal so, um dies zu erfüllen, musst du natürlich eine selbstversorgende Infrastruktur aufbauen und die das tägliche Leben managt. Das wird wahrscheinlich dann Wasser, Nahrung, Sauerstoff sein und dann werden wir gleich sehen. Also need to collect enough resources such as food, water, oxygen and raw materials and store them. Ja, wie ich es gesagt habe, ne? Also wir müssen auf alle Fälle genug Ressourcen sammeln, so wie zum Beispiel Wasser, Lebensmittel und Sauerstoff und seltene Materialien und sie eigentlich lagern. I know that you're only a farmer and most of the things I just talked about are not in your area of expertise, but technology is never evolving. Also sie weiß, dass ich eigentlich nur ein gewöhnlicher Farmer bin, ein Landwirt. Aber die meisten der Dinge, über die sie redet, sind nicht das Gebiet, wo ich Erfahrung habe, aber Technologie verändert sich ständig. You'll have all the resources at your disposal. You just have to go through the tedious task of mining them and processing them into useful materials. Also du hast alle Ressourcen, die du brauchst, hier mehr oder weniger vorrätig. Der langweiligste Teil wird wahrscheinlich sein, das Farmen und das ständige Zeug einsammeln und sie dann umzuwandeln in nützliche Sachen. We also have some other bases from older expeditions with some useful resources in them. Okay, es gibt hier andere Basen von älteren Missionen, die nützliches, nicht nur Ressourcen, sondern auch nützliches oder nützliche Ressourcen für uns bereithalten. Don't worry. The owning countries of other bases won't sue you for taking your stuff. In auch fact, gut. They volunteered their bases for the sake of humanity. Okay, auch nicht schlecht. Sei nicht, keine Sorge, sagen wir es mal so. Die Eigentümer der Basen, die Länder werden uns nicht verklagen, wenn wir ihr Zeug anrühren und es benutzen oder nehmen. Sie haben es bereitgestellt für die, im Namen der Menschheit, ja. Stellen Sie es bereit, also wenn es weg ist, ist es weg. Und natürlich letztendlich der Hauptteil unserer Arbeit hier ist das Farmen. Okay, also hier steht es nochmal, wir sind auserwählt worden, weil wir einer der besten Farmer der Welt sind. Nun dann, lass uns anfangen. So, for all humans to survive on the moon, you will need to have basic stuff like water, air and food, correct? Okay. For that reason, we need to cover those needs. We have an old base not far from here. Ja, die quatscht ein bisschen viel vielleicht. Okay, für alle Menschen, die hier auf dem Mond überleben wollen, ist es natürlich nützlich oder Grundvoraussetzung, Wasser zu haben, Sauerstoff oder Luft und Essen. Stimmt's? Aus diesem Grund brauchen wir natürlich das in ausreichender Form. Und wir haben natürlich ein paar alte Anlagen hier in der Nähe, also Basen, wo wir das bekommen können. You can use a rover near you to drive to that old base. Schön. Don't worry, you can drive as fast as you want. We don't have police radar yet. Okay, also wir haben hier in der Nähe einen Rover und den können wir nutzen, um die Basen zu erreichen. Keine Sorge, ich kann so schnell fahren, wie ich will. Es gibt hier keine Polizei oder Radaranlagen. Oh. And you can press the T key to show the waypoints.
Okay, also wir können T drücken, um uns die Wegpunkte anzeigen zu lassen. Nette Sache. So, was haben wir hier? Ich soll auf meinen Hunger, auf mein Wasser und auf meinen Sauerstoff achten. Wenn es auf Null geht, verlieren wir Gesundheit und werden eventuell sterben. Ja, wenn wir einfach essen und trinken, dann geht das alles seinen Gang. Ja, das ist selbstverständlich, denke ich. Okay, schauen wir uns erstmal um. Da ist die Erde. Okay. Keine Scheibe? Okay. Das ist die Kapsel, womit wir hier wohl gelandet sind. Ich gehe mal hier ein Stück zurück. Ja, und schöne Sache. Ja, also da ist unser Rover in 106 Meter Entfernung. Und ich denke mal, da werden wir wohl jetzt einsteigen und dann zu dem nächsten Punkt fahren. Ich bin hier schon auf Maximum an Laufen. Schneller geht's leider nicht. Und wir drehen uns nochmal um. Eine riesig gigantische Kapsel sind wir hier gelandet. Nicht schlecht. Ja, das ist die Sonne. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Nee. Gut. Okay, dann. Der sieht ja mal Hammer aus. Der sieht richtig gut aus. Den schauen wir uns erstmal an. Okay. Schönes Teil. Wow. Ja. Und dann einmal mit F Drive Storage. Okay. Aha. Ach, wir können hier was einlagern. Und jetzt könnte ich F drücken, dann könnte ich hier was einlagern. Okay, will ich nicht. Dann fahren wir mal eine Runde. Jawohl. Okay. Ja, fährt sich eigentlich ganz gut. Die Räder hängen manchmal, wenn die keinen Bodenkontakt haben. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber fährt sich auf alle Fälle gut. Nicht schlecht. Die Steigung schafft er auch. Geschwindigkeitsanzeige haben wir nicht, aber brauchen wir glaube ich auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen Blödsinn. Ist schon gut, so wie es ist. Haben wir eine Innenansicht irgendwie? Mal C und V drücken. Ne, da tut sich nichts. Ja, ansonsten schöne Sache. Boah, das ist ja ein geiles Bild. Klasse, gefällt mir. Okay, 800 Meter, Wahnsinn. Wo ist denn hier der Turbolader? Oder der Turbo allgemein? Krass. Reach the base. Erreiche die Basis. Na gut, dann machen wir das mal. Warum muss bei so einem Spiel dann die Basis 800 Meter entfernt sein? Ja, was mir so auffällt, dass mir die Räder ist eigentlich an sich okay, aber die holpern so ein bisschen. Das könnte vielleicht geschmeidiger laufen. Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein Prolog, das ist ja nicht die fertige Version. Und wenn die Räder keinen Bodenkontakt haben, stoppen die sofort. Ja, sieht ein bisschen putzig aus, aber man will ja nicht meckern. Mir wäre es lieb, wenn man hier irgendwie noch eine Innenansicht hätte, das fände ich total genial. Da müssen wir nochmal schauen, ich mach's nochmal mit X. Ja, das geht alles nicht, okay. Also waren aber die 800 Meter jetzt schnell weg, kann das sein? This is the old base from our last trip to the moon. Still it is in good shape and you can find some nice stuff inside of it. Okay, also das ist eine alte Basis von unserer letzten Mission. Und sie scheint in gutem Zustand zu sein und ja, vielleicht können wir aber nette Sachen drin finden. Ich würde sagen, wir steigen mal aus. I bet you are wondering why this Cybertruck is here. Well, one of the famous technical guys from Earth has a hobby of shooting different cars into space. That's why one of his cars landed here. And yes, be careful. Maybe some other car can fall down from the space. Oh wow. Also, ja. Sie wettet, dass ich mich gerade wundere, warum hier so ein Cybertruck steht. Nun, ein paar, naja, sagen wir mal, eigenartige technische Typen haben von der Erde es sich zum Hobby gemacht, verschiedene Autos in den Weltraum zu schießen. Und das ist, warum dieses Stück hier gelandet ist. Und ja, vorsichtig sein, es könnte sein, dass noch andere Autos vom Himmel fallen. Wahnsinn. Now, head inside and use the computer to contact me. The signals will be much stronger that way. Okay, also ich soll jetzt reingehen und mich an den Computer da bewegen und sie kontaktieren. Das Signal ist einfach besser. Dann machen wir das mal. Okay, so gehen wir rein. Es wird also hier erklärt durch die Luftschleuse und dann brauchen wir auch keinen Sauerstoff mehr. Und okay, das ist doch nett. Gut, dann machen wir das mal. Wie steige ich aus? Mit F? Mit F, okay. Sehr gut.
schöne Sache. Hier ist ein Steineweg. Okay. Ja. Also ich würde es mir gerne erstmal von außen anschauen. Ah, hier. Hier ist er. Das ist das Auto. Das sieht aus wie ein... Na, ich will es gar nicht sagen. Ich sag mal Los Angeles. Da weiß vielleicht jeder, was gemeint ist. Hm, oder Kalifornien, besser gesagt. Was ist das hier? Glas. Oh, Glaskristalle. Das ist nix. Also das wird schon was sein, aber es wird nichts angezeigt. Ist auch Glas. Kann man das sammeln? Oh, zwei Glas aufgenommen. Gut, wir gehen rein. Ja, sieht etwas älter aus, aber ich, solange das dicht hält, ist mir das eigentlich egal. Also die Steine stören ein bisschen, ne? Da kommt man nicht dran vorbei. Gut, kein Problem. So, was müssen wir hier machen? Mit F öffnen wir die Tür. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, wir müssen die wieder zumachen. Sehr schön. Was haben wir hier? Airlock. Sehr gut. Okay, da ist die Tür. Na dann, ich drücke mal drauf hier, oder? Das war ja einfach. Na gut. Machen wir wieder zu hier. Naja, Platz ist in der kleinsten Hütte, würde ich sagen. Was haben wir hier drin? Wasser und Glas. Glas können wir gleich mal rüber tun. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt brauche. okay, dann interagieren mit F. Okay, schön dich wiederzusehen. Schön, dass du es in die Basis sicher und wohlbehalten geschafft hast. Also hier hast du etwas Nahrung, Essen und Sauerstoff. Das sollte dich für die nächste Zeit am Leben erhalten. First things first, you need to set up some basic life support systems. Okay, als erstes solltest du ein paar lebenserhaltende Systeme herstellen, bauen, erhalten, was auch immer. Let's start with the solar panel. Okay, das Solarpanel, also Strom. Solar panels will absorb the sunlight, convert it into usable energy and store it in batteries. Ist klar. Also wir haben hier Solarpanel und die werden das Sonnenlicht aufnehmen und in nutzbaren Strom für uns umwandeln und das in Batterien speichern. You have to three things to keep in mind when about a solar panel. Okay, ich soll drei Dinge beachten bei einer Solaranlage. Number one, always place solar panels where the sunlight can hit the glass panes, or else it won't generate any batteries. Okay, also als erstes, ich sollte es so platzieren, dass das Sonnenlicht immer auf die Glasscheibe, auf dieses auf die Oberfläche halt treffen kann. Und nur so kann es natürlich Energie für Batterien generieren. Number two. Solar panel takes some time to collect enough energy to store in a battery, so be patient. You can always see how much time is required per battery from your heads-up display by standing close to a solar panel. Also Nummer zwei, das Solarpanel braucht etwas Zeit, um natürlich Energie zu sammeln und die Batterie zu laden. Da muss man etwas geduldig sein. Du kannst natürlich okay, du siehst immer, wie viel Zeit gebraucht wird, bis die Batterie voll ist. Das siehst du, wenn du an das Display rantrittst, also an das Solarpanel. Und da öffnet sich ein Head-Up-Display oder da ist ein Head-Up-Display und da steht es dann drauf, wenn wir nah genug dran sind. Number 3. Solar panel has a storage compartment that is used to store batteries. Once the battery is generated, it can be retrieved from the storage compartment. Okay, also Nummer 3 ist... Das Solarpanel kann natürlich hat ein kleines Lagerfach, wo die Batterien, die geladenen oder erzeugten Batterien gelagert werden. Und wenn sie fertig geladen ist, kann man sie dort entnehmen. Come and talk to me when you're done, or do you want me to explain again? Wenn ich fertig bin, soll ich wieder mit dir reden oder wenn ich eine wenn sie mir was erklären soll. Viel Glück, ne? Wunderbar. So, also das sind zwei Wege, diese das zu bauen, Drag and Drop, also ja, auswählen und hinstellen vom dem Inventar auf die Quick Slots so oben drauf tun und dann auswählen und dann geht es. Oder das Haupt-Action-Menü öffnen und mit dem rechten Maustaste und dann Selecting Place, also Auswahl platzieren. Ne, wir probieren das einfach mal aus. Ich habe hier irgendwas erhalten, das ist aber schön. Da schaue ich mal ins Inventar, was haben wir denn? Wir haben wieder Wasser erhalten, Sauerstoff und etwas zu essen. Das, was sie gesagt hat, und das Solarpanel. Na, dann machen wir das doch mal. Würde ich sagen, wir gehen einfach mal raus. F drücken. Jawohl. Ah, hier haben wir eine Scheibe. Das würde ich mir gerne. Oh. Hier kann mal einer putzen. Komm, bitte. So, dann machen wir das so. Unsere Luke geht runter vom Helm und wir können rausgehen.
wunderbare Sache. Wieder zumachen. Rein theoretisch könnte man es offen lassen, aber wir wollen ja hier... Nicht, muss das eigentlich an sein? Stand near the door to proceed. Okay. Also, ich soll nah an der Tür stehen. Ah, ich stand so weit weg. 30 cm sind so weit weg. Ja, das ist, wie gesagt, das kommt aus Kalifornien. Man hört nichts, ne? Hammerhart. Fahrverhalten ist vielleicht ein bisschen... Na, egal. Ich steig mal wieder aus hier. Sauerstoff... Sind wir schon auf Reserve? Was stand da? Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Wir sollen das Solarpanel hier installieren. Also, da ist der Dings, da ist die Sonne. Wie spät haben wir es denn? Haben wir hier eine Uhrzeit, dass wir sagen können, wir können das irgendwie ausrichten? Ansonsten würde ich es einfach jetzt hier hin tun. Gut, ich gehe mal hier rauf. Wir können das jetzt mit Rechtsklick auf Blaze können wir machen. Oder wir können es eben hier hochziehen. Ne, hier hochziehen und dann können wir das über das machen. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Können wir das drehen irgendwie? Wieso können wir das nicht drehen? Muss ich das so machen? Muss ich das halt so drehen? Wie gesagt, ich weiß es nicht, wie spät es ist. Ich hoffe mal, dass das passt. Ja, das sollte gut aussehen. Okay, gut, haben wir gemacht. Was können wir hier? Search Container F open. Dann öffne ich mal. Da ist nichts drin, logischerweise. Ah, hier, Display. Ah, okay. Das ist wohl der Timer, der runterzählt und dann haben wir wohl irgendwann eine Batterie. Na, das ist doch wenigstens mal was. Gut, dann gehen wir schnell wieder rein. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Okay. Also wie gesagt, ich werde wohl eine Tür dann immer offen lassen. Dieses ständige Türengeschließe hier, das ist ja hammerhart. Okay, dann reden wir mit ihr. Excellent. Now you need to build a water extraction machine. Do you know that there is water on the moon? If you don't believe me, check Wikipedia when you get back. Also, sehr gut. Du hast, oder wir brauchen jetzt eine Wasserextraktionsmaschine, also sowas wie ein Brunnen oder so ähnlich, die halt hier Wasser herstellt. Und wusstest du, dass es Wasser auf dem Mond gibt? Wenn du mir nicht glaubst, check doch mal Wikipedia, wenn du auf der Erde zurückblickst. Bist sehr lustig. Do you know, why does water never laugh at jokes? It isn't a fan of dry humor. Oh Gott, ist der Lou. Okay, also übrigens, wusstest du, warum Wasser niemals auf Humor oder gut zu sprechen auf Humor ist? Es ist ein Fan von trockenem Humor. Naja, gut, okay. Enough jokes. Now on to building a water extraction machine. Gut, genug gescherzt. Lass uns jetzt die Wassermaschine bauen. Also diese Maschine, die Wassermaschine, extrahiert Wasser aus der Mondoberfläche. Okay, also das Wasser, was extrahiert wird, beinhaltet Schmutz und andere... naja, sagen wir mal, nicht nützliche Materialien, sagen wir es mal so. Es kann nicht benutzt werden für das, was es eigentlich gebraucht wird, also sprich trinken, aber mehr dazu später. Okay, also für den Moment brauchst du vier Dinge für die Wassermaschine. Also ich soll vier Dinge im Kopf behalten für die Wassermaschine. Geht das die ganze Zeit so, da wären wir ja nie fertig hier. Also, für die Reihenfolge, dass es funktioniert, braucht es einen geeigneten Platz natürlich auf der Mondoberfläche. Just like solar panels, it takes some time for a water extraction machine to extract water. So, be patient. Okay, also wie dieses Solarpanel braucht es Zeit, um Wasser zu extrahieren, somit etwas Geduld. Once water has been extracted, it will be stored in the storage compartment of the water extraction machine. Okay, dasselbe wie auch bei dem Solarpanel. Es braucht nicht nur Zeit, sondern es wird dann auch in einem kleinen Lagerraum in dieser Wasserextraktionsmaschine gelagert. Dort können wir es dann entnehmen. Und das Wasser, was extrahiert ist, ist nicht brauchbar. Ne? Aber dazu erzählt sie uns dann später mehr. Okay, ich soll los und die Wassermaschine bauen. Okay, ich soll sie halt fragen, wenn ich Fragen habe, und sie wird es mir dann nochmal erklären. Im Inventar haben wir jetzt den Wasserextraktor, dann würde ich sagen, wir legen los. Ich mache mal hier die Tür zu. So, komm, mach zu, das Ding. Wunderbar, einmal hier gedrückt.
Jetzt. Und ja. Okidoki. Ja, wo stellen wir das Ding hin? Ist das egal? Ist das egal? Braucht das Licht? Braucht das kein Licht? Schatten? Ah, ich weiß auch nicht so richtig. Ich würde es einfach mal hier jetzt place und dann schauen wir mal, vielleicht wo es grün ist. Gibt es hier irgendwo Momente, wo es nicht grün ist? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es vielleicht mal hier hinbauen. Ich weiß es nicht, vielleicht können wir später noch eins bauen. Ich stelle es einfach mal hier hin und dann ist es so. Ja, und es braucht 2 Minuten, würde ich sagen. Dann haben wir hier das erste Wasser. Das ist doch herrlich. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein, damit wir hier irgendwie mal vorankommen. Wir sind 25 Minuten und ja, also wenn das weiter in dem Tempo geht, dann sind wir, was denn, so weit weg? Wow. Stehen wir zu weit weg? Ist ja der Hammer. Gut, hier geht's los. Okay, während die Maschine Wasser produziert, können wir einen Wasserfilter, eine Wasserfilteranlage bauen. So, wo muss ich drücken? Hier muss ich drücken. Wie ich schon vorher gesagt habe, das Wasser aus der Wasserextraktionsmaschine ist nicht brauchbar. Okay, um natürlich es trinkbar zu machen, brauchen wir einen Filter. Okay, dafür ist die Wasserfilteranlage da. One thing to keep in mind is that it needs to be placed inside a structure to work. The temperature of the moon is not suitable for filtration. Okay, also wir müssen es in einem, ja, ich sag mal in einem Gebäude platzieren, weil die Mondatmosphäre, die Temperatur würde es wohl einfrieren lassen oder was auch immer. Naja, also es würde nicht funktionieren. Ist nicht unbedingt das Beste. Ich werde dir später erklären, wie die Maschine funktioniert. Für jetzt, geh und platziere die Filteranlage. Okay, und natürlich soll ich mich melden, wenn, ja. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass diese Maschine, jetzt haben wir es gerade, Filtering, Planten, Filters, Importeries, Autoforder, okay, 20 Kilogramm wiegt das Ding. Und das muss jetzt innen platziert werden. Also da haben wir das Lager. Vielleicht wäre hier ein guter Platz dafür. Ich weiß nicht. Da haben wir das. Da haben wir gleich einen Lagerplatz daneben. Könnte man das Wasser lagern? Ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. So. So weit dran wie möglich. Das steht. Wunderbar. Wir kehren hierhin zurück. Und drücken F. Gute Arbeit. Naja, klar. Was okay, als nächstes ist es die Sauerstoffextraktionsmaschine oder Sauerstoffgewinnungsmaschine. Wie die Wasserfilteranlage braucht diese Sauerstoffanlage einen Platz drin. Naja, das wäre vielleicht sinnvoll. Okay, also die Sauerstoffextraktionsmaschine braucht schmutziges Wasser, um Sauerstoff herzustellen. Und sie wird mir wieder sagen, wie die Maschine funktioniert, zu einem späteren Zeitpunkt. Für jetzt, für den Moment soll ich es platzieren und mich wieder melden, wenn ich fertig bin. Gut, dann machen wir das so. Ich gehe mal davon aus, auch wieder drin wurde gesagt, ne? Macht vielleicht auch Sinn. Aber das will ich jetzt eigentlich, nee, nicht vors Fenster. Ich mach's einfach mal hier hin. Wir werden ja sehen, zu was das führt. Mit einer Leiter. Also da kommt das Wasser dann rein und dann was auch immer es macht. Okay. Gut. Now that you've placed the basic life support systems, you need to know how to use them. Okay, jetzt wo du das alles platziert hast, deine lebensrettenden Systeme oder deine Grundversorgung, solltest du auch wissen, wie es funktioniert. Solar panel gives you batteries that can be used to power up different machines. Okay, das Solarpanel gibt dir Batterien, die du für die Maschinen benutzen kannst. Ich habe da gerade mal eine Frage. Warum legen wir keine Kabel? Das ist viel effektiver. Also Strom an sich ist das Effektivste wohl, was es gibt. Erdgas ist noch eine ganz gute Sache. Aber eigentlich ist, ja, wenn ich das in Batterien lade, habe ich Verlust. Wenn ich das aus Batterien wieder rausnehme, habe ich Verlust. Egal. You need batteries to power up water filtration and oxygen extraction machines.
Wir brauchen Batterien, um Energie, Wasser und die, also um die Wasserfiltration und die Sauerstoffproduktionsmaschine zu betreiben. Beide Maschinen haben zwei Lagerräume. Also beide Maschinen haben eins für schmutziges Wasser und beide haben eins für eine Batterie, also zwei Lager. After you have inserted the battery and dirty water, you can power up the machines. Also wenn wir die Batterien und schmutziges Wasser eingefüllt haben, können wir die Maschinen betreiben. Only a while and once it runs out, the machine will power off. Jede Batterie. Okay, also jede Batterie läuft natürlich ihre Zeit und wenn sie alle ist, ist sie alle und die Maschine schaltet sich ab. Okay, also du kannst mehrere Batterien reinlagern, sagen wir mal 10 Stück, und wenn die erste verbraucht ist, sind dann bloß noch 9 drin, die ist dann verbraucht und die Maschine bedient sich automatisch am Vorrat, den du eingelagert hast in diesen Abteil da, diesen Lagerraum. Okay, wenn die Maschine schaltet sich automatisch ab. Wasserlevel ist kritisch. Okay, die Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn die Umwandlung komplett ist. Das ist doch schön. Check up on them from time to time to ensure that you make the most of your batteries. Okay, du solltest was? Du solltest hier gewonnen? Also ich sollte, ja klar, ich sollte halt das ständig überprüfen, dass die Maschinen laufen, damit ich das meiste aus dem herausholen kann. Okay, also ich soll 4, genau, das ist in dieser Anzeige hier, ne, Schmutzwasser zum Beispiel, da brauchen wir hier die Batterien und ja, Wasser und dann geht das los. Ich soll jetzt 4 Wasser und 4 Batterien einsammeln. Ja, da schauen wir mal, ob das so funktioniert. Okay, dann gehe ich mal hier ran, ganz nah. Und das lassen wir mal offen. Okay, und ich sollte was trinken, hat er gemeint. Wie mache ich das? Mit Rechtsklick? Use. Oh, okay. Aha, ein Wasser ist ungefähr 50%. Naja, etwas mehr vielleicht als 50%. Gut. Wie sieht es mit O2 aus? Da haben wir noch. Ich will es nicht unbedingt verschwenden, deswegen lassen wir das mal so und ich gehe mal gucken, was hier. Wow, kommen wir hier nicht vorbei. Wahnsinn, kannst du keine Beine, keine Füße steigen, hier keine Stufen. Okay, ich soll eigentlich 5 sammeln. Ich nehme mal alle mit. Das ist aber schön, da ging ja doch was. Und dann schauen wir mal hier bei dem Wasserextraktor, was der schon Schönes für uns hat. Einmal F gedrückt. Da haben wir 3, da fehlt uns noch eins. Mal sehen. 50 Sekunden ist es soweit. Und ja. Ich glaube, wir können das hier auch zusammenziehen, oder? Ach nee, das ist dreckiges Wasser. Uiuiui, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Aber gut, es vermischt sich ja zum Glück nicht. Ja. Hm, Hammer, Hammer, Hammer. Sehr gut. Ja, ich hoffe, dass wir dann solche Maschinen auch hier selber bauen können. Aber ich bin da ganz optimistisch, sage ich mal, dass wir dann dementsprechend loslegen können. Ja. Ja, es dauert natürlich alles ein bisschen. Man kann das jetzt schneiden, aber das macht doch gerade den Reiz aus, vielleicht hier zu warten, bis wir soweit sind. Ich kann nochmal hier drüben schauen gehen, wie es hier ausschaut. Wenn wir nah genug ran sind, sehen wir das hier. Und jetzt sollte jetzt nochmal eine Batterie drin sein. Genau, dann nehmen wir die nämlich gleich mit. Und da haben wir schon 6 Stück. Das ist doch eine schöne Sache. Und jetzt ist es hier auch soweit. Dann können wir das 4. Wasser mitnehmen. Wunderbar. Damit hätten wir das erfüllt. Ja, und da würde ich sagen, wir kehren mal hier zurück und hier gehen wir mal ran, wunderbar. So, jetzt würde ich einfach mal hier Wasser, denn ich glaube, das ist momentan für uns das Wichtige mit Split. Jawohl, dann machen wir hier Batteries und Filteranlage, Storage. Muss ich hier oben das schmutzige Wasser reintun? Dirty water not drinkable, but can be used for other things, or gas filtration to be drinkable. Okay, und jetzt müssen wir es einschalten, oder? Okay, läuft. Okay, also eine Energie hat er schon verbraucht.
vielleicht nehmen müssen. Gut, dann ist das halt nicht so. Kein Problem. Und Schmutzwasser, sehr schön. Gut, ich glaube, die Grundsachen haben wir gemacht. Ja. So, jetzt muss ich hier nochmal reinschauen. Wir hatten hier das auf alle Fälle drin, das passt soweit. Sauerstoff haben wir, beziehungsweise Wasser haben wir jede Menge. Und ich würde einfach hier nochmal reinschauen. Und dann machen wir hier einfach mal Split. Wie gesagt, für mich sieht das so besser aus. Und dann machen wir hier eins rein und hier eins rein. Und alles ist gut. Und da haben wir 4 Sauerstoff. Sehr schön. Okay. Guti. Dann können wir jetzt hier mit dir wieder reden. Okay. Wir haben alles mehr oder weniger. Just one more thing and you will have the basic life support systems up and running. Okay, also wir haben es soweit hergestellt, die Grundbedürfnisse. Und eins möchte sie uns noch sagen. Das Notfallrettungssystem sollten wir vielleicht noch in Gang bringen. Next up is the farming stations. Okay. This is the main reason for you being sent here. Okay, also das Farmen ist das, warum wir eigentlich hier sind und Let's get to planting some seeds. Don't try to smoke or eat them. They are for planting and only for planting. Okay, wir sollen ein paar Samen einsammeln. Ich soll sie nicht rauchen oder essen. Mein Gott. I hope you've eaten as much meat as you could before coming here. Because the only stuff you will be eating here are vegetables. I don't know, are you vegetarian or not, but from now, you will need to become one, to survive here. Let's just hope you don't die from that. Also sie hofft, dass ich mich an Fleisch, bevor ich hergekommen bin, satt gegessen habe, denn hier wird es nur Gemüse geben. Und sie weiß nicht, ob ich ein Vegetarier bin oder nicht, aber von nun an ist es das, was ich bekomme, um hier zu überleben. Okay, sie hofft, dass ich nicht an, ja, sagen wir es mal einfach, an Gemüsevergiftung sterbe, um es mal so zu sagen. Ja, das ist symbolisch gemeint mit der Gemüsevergiftung, ne? Okay, die Temperatur auf dem Mond ist, ja, immer zu kalt fürs Farmen. Okay, also wir müssen, genauso wie das bei anderen Maschinen ist, wir müssen es also innerhalb des Habitates hier erstellen oder aufstellen. Sie sind einfach zu benutzen. Okay, alles was ich tun muss, ist eine Pflanze auszuwählen, die ich anpflanzen will. Und sie mit Wasser zu versorgen und so kann sie dann wachsen. Okay, jetzt soll ich mich auf den Weg machen und 3... ja, Farming Pots, also hier, sagen wir mal, Pflanztöpfe einsammeln auf dem Planeten. Wenn ich fertig bin, soll ich zurückkommen. So, so sieht das aus. Und wo findet man das? Okay. Also, ich weiß gar nicht, wo ich das finden soll. Gibt es hier irgendwo eine Anzeige? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal raus. Machen wir mal die Tür hier zu. So, dann einmal hier drücken und einmal hier drücken. Wie gesagt, ich lasse das mal offen. Haben wir hier eine Anzeige für eine Entfernung, wo wir was finden? Das wäre natürlich ideal, ne? Wow, wo soll ich denn hier so einen Pflanzentopf finden? Und dann noch 3? Verstehe ich nicht ganz. Ich soll 3 bauen. Wie baue ich das? Ach, die habe ich schon bekommen. Oh, ich bin auch gut. Hat die nicht gesagt, ich soll mich auf den Weg machen und die suchen? Oh, Wahnsinn. Ah, oh, wow. Na gut. So kann es gehen, ne? Also. Ach nee, das sind Pflanzensamen. Da muss ich die ja doch finden. Aha. Aber wisst ihr was, ich lasse die mal da. Ich glaube. Und ich hoffe, die sind nicht weg. Okay, ich sammle sie wieder ein. Da muss ich doch solche Pflanzentöpfe suchen. Verstehe ich nicht. Gebild, baue 3 Dings. Und wie soll ich die bauen? Farming Pot. Ach, da sind sie doch. Also doch. Mensch, ein Wahnsinn. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? So, 1.
Ja, ich weiß auch nicht. Machen wir das einfach mal so. 2 und 3. Dann würde ich sagen, wir interagieren mal. Okay. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Und die dritte? Ja, also ihr seht, wir müssen hier Wasser reintun, das zählt runter und das ist der Timer, wann das dann fertig ist. Na, wie der Wachstumsstadium ist, in ungefähr eine Minute ist es fertig, eine Minute 10 ungefähr dauert es. Und das Wasser, ja, weiß nicht, ob es hier reicht. Wir werden hier nochmal nachschauen. Hier könnte es passen. Hier, na, wird eng. Hier wird es nicht reichen. Ich tue einfach nochmal was rein. Ich hoffe, wenn wir mehr reintun, dass es dann erhalten bleibt in dem Pott. Dass wir das nicht einbüßen. Und ich schaue überhaupt mal, wie viel Wasser wir noch haben. Das geht ja langsam zu Ende. Wie sehen unsere Vitalwerte aus? Für den Moment ganz okay. Wie sieht es hier aus mit Sauerstoff? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das gefällt. Gut. Dann schauen wir hier nochmal wegen Wasser. Da haben wir gar keins drin. Hoho. Okay. Ich würde sagen, ich gehe nochmal ganz schnell hier raus. Hol ein bisschen Strom, ein bisschen Wasser. Und dann können wir auch mal was einlagern. Wir müssen ja nicht immer unnötig dann was laufen lassen, wenn wir es gar nicht brauchen. Ganz einfach. Und das Glas scheint hier auf dem Mond herauszuwachsen. Putzige Sache, hä? Ja, das nehmen wir noch mit. Dann haben wir 4 Stück. Wunderbar. Ja, Wasser ist wohl unser Hauptding. Na, was wir brauchen? Ne, ja, das nehmen wir auch noch mit. Komm. Das ist immer nicht so. Sauerstoff, wie gesagt, haben wir jetzt genug. Was wir brauchen, ist Wasser. Kein Problem. Ach so. Okay, das lassen wir so, wie es ist. Ich tue das hier nochmal rein. Wir tun... Ich tue das mal splitten. So, das kommt dahin. Ja, ich muss das nicht einzeln machen, aber ich möchte das gerne einzeln machen. Und hier würde ich auch gerne splitten. Und dann soll er mal loslegen. Schöne Sache, ja. Okay. Vielleicht machen wir es auch einfach so. Gut, wie sieht's aus hier? Was sagst du? Das sieht fertig aus. Ich kann es ernten. Schön. Und wie sieht's hier aus? Einmal Wasser noch. Können wir auch ernten. Sehr gut. Und hier. Haben wir noch Wasser? Nö. Sehr gut. Ich will das noch fertig bringen hier. Das wollen wir noch machen. Da haben wir wieder Wasser. Das ist sehr schön. Da machen wir noch ein Wasser dazu. Was soll der Geiz? Ja, das sollte reichen, denke ich. Ja, es geht ziemlich schnell runter. Machen wir noch eins rein. Und wir können es ernten. Super Sache, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir jetzt geerntet. Wir kriegen auf alle Fälle auch Samen raus. Okay. Mit jeder Frucht, die wir ernten, kriegen wir auch Samen raus. Wir haben 3 rote Rüben und 3-mal Saatgut. Wir haben 6 Beeren bekommen und 5 Beeren Samen. Und dann Salat 2-mal. 3-mal Salat und 2-mal Samen dafür. Okay, das machen wir mal vielleicht so. So, und hier tue ich mal das Wasser hoch. Da bleibt der Sauerstoff. Dann... Machen wir hier die rote Beete, den Salat und hier die Beeren. Genau. Okay. Gut, dann sprechen wir doch mal mit der Commanderin hier. You seem tired. Ich sehe müde aus. Sehr gut. Get some rest. Ja. Here is a bed. Place it and go to sleep. Das ist aber schön. We'll start when you have had some rest. Okay. Also, sie gibt mir ein Bett. Ich soll mich hinlegen. Ich sehe müde aus. Das werden wir jetzt erstmal tun. Ich würde das gerne mal hier hin tun. Glaube ich, hier ist ein schöner Platz. Wie ist denn das richtig rum? Wie dreht man denn das? Rotate mit R. Ja, da steht's doch. Ja, wir lesen klein, na, wie gesagt. Hammerhart. Ich würde es vielleicht mal so machen. Ich weiß nicht, ob es so richtig rum ist. Name?
Bett. Woher soll ich das wissen? Wieso soll ich ihm beim Bett einen Namen eingeben? Keine Ahnung. Okay. Ah! Spiel gesaved. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, wie mache ich das gleich? Mit der Maus? Nee. Mit Tab? Hm. Wie tue ich denn hier schlafen? Huhu. Wie bin ich denn hier hochgegangen? Das wollte ich nicht. Krass. Hammerhart. F. Safe Game. Und kann man hier auch schlafen? Nee. Commander? Nee, kann man nicht. Kann da nicht hochgehen. Gut. Ich würde sagen, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Macht dann so an sich Spaß. Finde es eine tolle Sache. Ja, das Hauptteil ist halt erstmal farmen. Ich werde das in Zukunft rausschneiden. Wer hier noch ein bisschen was mache, ich denke, ein bisschen Potenzial hat es noch, dieser Prolog. Und dann sehen wir uns hier auf alle Fälle gerne wieder. Ja, wie oft das jetzt kommt, weiß ich nicht. Ich werde es so oft wie möglich machen, denn wie gesagt, es ist ja momentan erst erschienen und dann macht es euch vielleicht auch umso mehr Spaß, wenn ihr das so seht. Gibt es hier eigentlich eine Öffnung, wo das hier reinscheint? Okay, keine Ahnung. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Däumchen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und auf bald.